hallo, ich bin Denise und ich bin hier umgeben von den Wingard Rockstars, nämlich einmal von Jochen Dreißigacker vom Weingut Dreißigacker aus Rheinhessen. Hallo, hallo Jochen, grüß dich, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Und du hast einen wunderbaren Gast heute mitgebracht, nämlich den Johannes Leitz vom Weingut Leitz aus dem Rheingau. Hallo Denise, schön, hallo, dass du da bist. Danke. Also, Chin-Chin. Chin-Chin. So, und habt ihr auch einen Battlesatz heute so, ihr zwei, miteinander, ja? Ich starte mal mit, alle guten Dinge sind dry. Oh, und du? Eins, zwei, dry. Eins, zwei, dry, okay. Ihr macht ja beide trockene Rieslinge, ne? Da kommt das eigentlich so ein bisschen her. Ganz genau, ja. Warum steht ihr so auf Riesling, beide? Also ich glaube, wenn du über eine Rebsorte sprichst, die dir wirklich am meisten gibt, dann ist es Riesling. Also grundlegend ist es sowieso so, dass wir für in Deutschland, wenn du vom Ausland nach Deutschland guckst, reden wir über zwei Rebsorten. Das ist Riesling, das ist Spätburgunder, also Pinot Noir. Und für uns, glaube ich, immer je mehr Riesling oder je mehr Wein du trinkst, du wirst immer irgendwann beim Riesling landen, weil Riesling definitiv der ist, der dir absolut am meisten gibt. Also ich glaube, keine Rebsorte kann dir mehr Bodenart, mehr Klima und auch vor allem mehr Geschmack geben. Okay, okay. Ja. Ja? Also ich will mich nicht älter machen, als ich bin, aber ich glaube, der Jochen ist so eine halbe Generation jünger als ich. Und als ich so in den 80er Jahren angefangen habe, muss man sagen, da gab es ja auch gar nichts anderes im Rheingau außer dem Riesling. Natürlich. Ja. Spätburgunder und für mich, und ich muss dann immer ein bisschen tief stapeln und sage, alle Winzer sind ja so ein bisschen Patrioten und denken, das, was ich mache und mein Ort und meine Rebsorte ist das Beste. Aber ich muss auch sagen, für mich, wenn es um Weißwein geht, ist einfach Riesling unschlagbar. Also es gibt keine Rebsorte, die besser als Essenbegleiter dasteht. Jetzt, wie gesagt, der internationale Ruf. Wir wären ja fast in Anführungszeichen blöd, wenn wir als deutsche Winzer kein Riesling produzieren würden. Dann die Haltbarkeit. Ausland ist schon sehr bekannt jetzt, ne? Deutscher Riesling ist irgendwie im Ausland, aber, oder? Prädikat wertvoll, so, oder? Ja, total. Ja. Aber das ist ja das, was Johannes sagt. Ich meine, im Rheingau war es schon immer so, da war klassisch Riesling. Ich meine, Rheinhessen war ein Stück weit anders. Wir sind ja sehr experimentierfreudig, wie wir festgestellt haben. Da gab es ja kunterbunt alles, ne? Und ich glaube, wir mussten uns erst mal so ein Stück weit da zurückbesinnen, zu sagen, was macht uns wirklich aus? Ja. Und sind dann logischerweise auch beim Riesling gelandet. Und wie Johannes sagt, das ist die Rebsorte, die auch am haltbarsten ist. Das macht am meisten Sinn. Ja. Und deswegen, glaube ich, konzentrieren wir uns beide drauf. Ja, dann ist lecker, oder? Prost. Also jetzt komm, Chin-Chin, Leute. Was haben wir denn da im Glas? Wir haben Gutsriesling 2019. Ich habe es gerade gesagt, eine Woche auf der Flasche, also noch ein bisschen jung. Sehr lecker. Aber Riesling kommt bei uns immer ein bisschen später, von daher, ja. Hauptsache schmeckt. Was sagst denn du zu dem Wein? Ich kann ja immer nur sagen, lecker. Dafür bin ich jetzt schon bekannt hier bei Born to be Wine. Ich habe ja schon mal vorprobiert und ich finde den Wein wirklich grandios und hätte jetzt gar nicht so sehr geschmeckt, dass er so frisch gefüllt ist, weil für mich dem Wein fehlt nichts, wie man so schön sagt. Und er ist auch typisch Jochen, typisch Rheinhessen. Er ist sehr, sehr elegant, im positiven Sinne sehr weich, muss man ja auch sagen. Früher konnte ja eigentlich ein Riesling, man hat gesagt, stahlig, nervig. Allein das ist so ein Begriff aus der 80er Jahre. Gott sei Dank, so sauer halt, ganz oder? Genau. Ja. Es war ja auch wiederum Grund, wir sollten nachher auch gerne mal drüber reden, dass es ja aber auch mal eine ziemliche Delle national und international für einen Riesling gab. Aber das ist jetzt wirklich für mich ein grandioser Wein aus dem Jahrgang 2019. Gerade wenn man bedenkt, in Anführungszeichen nur Gutswein, Gutsriesling. Also wirklich schon unwahrscheinlich elegant, sehr geschliffen, tolle gelbe Aromen und ich will gar nicht wissen, wenn der jetzt erst eine Woche gefüllt ist, wie der in 3 Monaten schmeckt. Mhm. Trinkfluss und so, viel Trinkfluss. Aber sag mal, das ist ja so groß bei dem Johannes, das ist ja fast, ich darf es jetzt mal so sagen, es ist fast ein bisschen wie eine Fabrik, wie eine Weinfabrik. Weil es sieht gar nicht mehr so richtig aus wie ein Weingut, wie man das eigentlich so im Kopf kennt. Ne? Man denkt so in den, also irgendwo in den Weinbergen steht so ein hübsches Häuschen und da ist ein Keller und da sind so ein paar Fässer. Es hat sich ja extrem viel getan in den letzten 20 Jahren. Und ich finde es richtig schön, dass ich so, wie gesagt, einiges noch aus den 70er, viel aus den 80er Jahren mitgekriegt habe. Und da hat sich auch viel gewandelt, sagen wir jetzt erst recht, beginnend mit der gesamten Hygiene. Mhm. Aber auch den Spruch habe ich gerade eben kreiert, jetzt sind wir nochmal beim Platz. Mhm. Ich sage auch, Qualität braucht Platz. Ja. Manche ist auch gar nicht in der Lage, die Trauben zum Beispiel so zu verarbeiten, wenn man jetzt heutzutage an die Ganztraubenpressung denkt, wo man die Presse fährt mit dem Stapler, mit dem Drehkranz, da braucht man wirklich Platz dafür. Und das ist eigentlich für mich
Mit der Schönste, mal ganz davon abgesehen, selbst wenn heute eine Palette abgeholt werden soll, geliefert wird, kommen die mit einem 40-Zug-Sattel an. Es kommt hier heute keiner mehr mit einem kleinen 7,5-Tonner. Also Platz ist für mich eigentlich das Wichtigste und da würde ich auch immer wieder dasselbe tun. Eben, wir als Winzer können ja gar nicht leiden, wenn man sagt, der Weinfabrik im Endeffekt... Hab's aber gar nicht negativ gemeint, ne? Aber es ist so von außen, es ist halt riesig. Es ist aber so, weil aber tatsächlich das sich verändert hat, dass wir natürlich auch heute sagen, mit unserer Erkenntnisse, die wir haben, wie können wir bestmöglich die beste Qualität rausarbeiten aus dem, was meine Weinberge machen. Weil grundlegend Weinberge ist der Ursprung und dann muss es natürlich so perfekt wie möglich machen. Das hat oftmals heute nichts mehr mit dem zu tun, mit dem ganz klassisch dunkelschwarze Keller wie früher, was man so kennt. Du kennst ja unseren Betrieb auch. Ja. Das ist im Endeffekt, glaube ich, auch eine ganz andere Interpretation von Wein als heute. Ja. Auch bei dir ja ganz anders. Also ganz hell, überhaupt kein Schimmel an den Wänden, bei dir auch nicht. Und jetzt habe ich immer von Winzern früher gehört, Schimmel ist das Allerwichtigste. Und jetzt habt ihr das nicht. Fehlt da jetzt dem Wein was oder ist das irgendwie... Wenn ich so bedenke, und ich bin ja dann in diesen tiefen, modrigen Kellern aufgewachsen und es hat ja auch so von der Romantik, diese schwarze Kellertuch, das ist ja auch alles gut. Da schwärmen ja auch alle so von. Also in Ungarn, wo der Türkei lager, da können die Flaschen ruhig überzogen sein. Aber bei mir musste, ich sage immer aus Spaß, bei mir musste selbst eine Scheibe Wurst hinter den Fässern runterfallen und dann musste aufheben können und essen. Also für mich geht eigentlich über Sauberkeit und Hygiene im Keller geht gar nichts drüber. Ist das denn ein Zeichen von nicht hygienisch, wenn da Schimmel ist? Nein, was heißt, du hast halt heute beschäftigen wir uns, wenn wir einen Keller bauen, mit dem Lüftungssystem, das natürlich früher zum Beispiel gar nicht gab. Ne? Okay. Dass du heute Zirkulation hast, dass die Luft geht, dass CO2 abgesaugt werden kann. Auch das war früher. Du bist früher mit einer Kerze in den Keller, um zu gucken, ob da noch Luft ist. Das können wir uns natürlich heute gar nicht mehr erlauben. Aber wie die Johannes richtig sagte, du hast heute einen Qualitätsanspruch, nicht Qualitäts-, aber auch Hygieneanspruch, den du einfach bei unserer Produktion von hochwertigen Weine, der vielleicht sich verändert hat auch im Laufe der Jahre, weil wir doch schon auch Erkenntnisse haben, dass wir gesehen haben, das macht doch schon Sinn. Natürlich vergären wir unsere Weine immer noch mit natürlicher Hefe und es gab auch mal die Stimmen, wenn du so einen Keller hast, der so picobello sauber ist, dann werden die Weine gar nicht anfangen zu gären. Das ist alles Quatsch. Ja. Okay. Wir haben hinterher gemerkt, funktioniert trotzdem, aber ich sehe es genauso. Du musst, um Top-Qualität produzieren zu können, willst du nichts dem Zufall überlassen. Und dann willst du nicht anfangen, dass du deinen Wein irgendwie in einen Tank oder in ein Fass reinlegst, was irgendwie doch ein bisschen grau ist, verschimmelt ist der Sand, aber es muss einfach picobello sein. Also wenn ich euch jetzt höre, dann ist das so, wenn man wenn man einen Keller hat mit Schimmel, dann ist das so, wie wenn ich auf einer alten Schreibmaschine schreiben würde. So ein bisschen also so. Nostalgie. Ja? Also mehr so ein Museum. Nicht, dass manche Kollege, der das vielleicht auch guckt und sagt, hier, der Johannes sagt, weil mein Keller Schimmel hat, ich bin unhygienisch. Das meine ich nicht damit. Gebe Jochen absolut recht. Wir arbeiten heutzutage so, dass wir mit Lüftung, mit Reinigung, mit Materialien, mit Wänden und Böden, wenn sich da Schimmel bilden würden, würden wir was falsch machen. Und genau das wollen wir einfach nicht. Ja. So, jetzt aber mal ans Eingemachte. Jetzt muss ich mal. Wir müssen jetzt erstmal kurz wissen. Nimm an der Brezel, gell? So, also Johannes, deine Geschichte, die hört sich so ein bisschen an wie so eine, eigentlich wie so eine amerikanische Geschichte. So vom Tellerwäscher zum Millionär so ein bisschen. Ne? Also, oder? Also hast du ganz Teller klein gestartet. Teller wasche ich immer noch gerne Millionär, weiß ich. Okay, aber du hast so ganz klein gestartet. Also irgendwie. Richtig. Und du wolltest das doch eigentlich auch gar nicht machen. So richtig. Normalerweise rede ich da nicht ganz so gern drüber, aber ich habe es gehasst. Punkt. Ja. Also ich habe mich zum Teil dafür geschämt. Die Zukunftsaussichten waren ja auch äußerst miserabel. Heute ist ein Winzer sexy. Ja. Früher war Winzer werden so ein bisschen... Ja. Also ich habe es auch nur übernommen, weil meine Mutter wirklich gesagt hat, hier, ich habe so hart gearbeitet. Und das stimmt, ich habe es ja live mitgekriegt. Der hat im Sommer bis zu 18 Stunden gearbeitet, neben dem Blumengeschäft. Dass sie gesagt hat, Johannes, ich habe mich so gequält, du musst das übernehmen natürlich. Jetzt sie mich, also ich habe es ihr zu lieb übernommen und wenn ich ehrlich bin, mit einem gehörigen Portion Abneigung. Es hat ja als Jugendlicher schon angefangen, wenn dann so mitten in die Weinberge musst. Samstags war der Hauptarbeitstag, deine Freunde alle auf dem Fußballplatz und im Schwimmbad und ich musste mit in Weinbergen. Jetzt waren das auch relativ viele steile Weinberge. Die Maschinen waren eine Katastrophe, ein alter Traktor mit einer Salzhochwinde. Also es hat auch die eigentliche Arbeit im Weinberg, nicht, dass du wusstest, deine Kumpels sind alle im Schwimmbad. Es hat auch zur gleichen Zeit nicht unbedingt Spaß gemacht. Ja, das war klar. Richtig brutalste körperliche Arbeit. Also es gab nicht immer eine Muttersense, das heißt, es wurde wirklich noch viel gehackt. Man hat auch dann so eher als Jugendliche viel mit einer Sense gearbeitet, also wie der Miraculix bei Asterix, dass du dann da so rumgesenst.
im Weinberg und so habe ich eigentlich angefangen und habe dann so ganz langsam und muss man sagen durch ganz liebe Kollegen und natürlich aber auch so durch die ersten Weinliebhaber als Kunden habe ich, wie man so schön sagt, dann Blut geleckt und jetzt muss ich auch sagen, im Moment, ich finde es der schönste Beruf auf der Welt, das ist auch nicht irgend so ein Spruch. Ich kenne natürlich mittlerweile als Kunde und Freunde alle Berufe auf der Welt. Ich will mit keinem tauschen. Mhm. Für mich ist jetzt der Winzerberuf der schönste. Es ist der abwechslungsreichste, den es gibt. Ich sage immer auch Spaß. Ein Metzger zieht ganz selten noch sein eigenes Schwein groß. Ein Bäcker zieht nicht sein eigenes Getreide. Mhm. Aber wir fangen wirklich an. Das ist den kompletten Prozess, ne? Wir haben wirklich von Anfang an noch nicht mal das Pflanzen der Rebe, das Erwachsen werden lassen des Rebstockes, dann die Traubenproduktion, Wein machen und natürlich dann auch später vermarkten. Tolle Leute kennenlernen, Etiketten entwickeln, Ideen haben, Gott sei Dank dann die Ideen. Deine Vinothek hast du auch noch selbst gebaut, so ein bisschen? Nebenbei, jetzt mache ich noch ein bisschen Architekt und Planer, auch Bauleiter. Also ja, das ist, finde ich, ich könnte ohnehin nicht irgendeinen so stupiden Beruf ausrichten. Und darum liebe ich so, dass es so unwahrscheinlich abwechslungsreich ist. Und ich selber verstehe es auch manchmal nicht, wie das so passiert ist und dann werde dann oft bei Freunden ertappt und ich sage, ja, so die großen Kollegen und dann sagen die mir, Johannes, du bist größer und ich sage, oh ja, stimmt, was ist denn da passiert? Das war zumindest nicht geplant, also es gab wirklich keinen Plan, ich will da mal hin, ganz im Gegenteil. Ich wollte eher eigentlich relativ klein bleiben, was dann auch so 10 Jahre war, aber irgendwann ging es dann los. Hast du, also der Johannes ist ja ein Tick älter als du. Hast du, wenn du jetzt, du hast ja seine Laufbahn schon gesehen, als du angefangen hast. Gibt es da was, wo du sagst, das hat dich inspiriert oder das hast du mitgenommen, da hast du was von gelernt? Du, ich weiß noch ganz genau, also bei mir war das ja eher umgedreht. Also ich wollte ja unbedingt, durfte nicht. Und ich habe aber relativ viel schon früh Wein verkostet. Bin auf jede, glaube ich, jeder damals VDP oder Weinmesse rumgeflogen und habe Sachen probiert und bin relativ schnell zum Johannes seine Weine gekommen damals. Das hat mich damals schon beeindruckt, weil er hat damals schon unheimlich gewaltige und kraftvolle Weine für den Rheingau gemacht. Mhm. Und das weiß ich noch, deine hier die Bergrottlands und sowas. Ja. Ne? Das waren Weine, wo du gesagt hast, du hast vorher so viel leichtes, saures Zeug probiert. Und dann kam schon zu deinen Weinen und das waren alles echt so Monumente. Ne? Und das ist schon was, was mich hundertprozentig auch inspiriert hat für das, was ich später mache. Das sage ich auch, weil ich meine, ich klaue ja immer mit Auge, mit Mund, ne? Klar, einfach weil, und mit den Ohren natürlich, weil du dich, ich bin ja immer nur daheim gewesen zum Beispiel, ich habe ja nie, auch wie du auch, keine große Auslandserfahrung, da bleibt uns einfach, einfach immer gucken, probieren und ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Ich bin relativ schnell am Johannes seine Weine hängen geblieben, ohne dass ich ihn kannte damals. Ja, okay. Und da war das halt schon Lights, ne? Ja. Das, war schon eine Nummer. Genau, total, natürlich, ne? Klar, absolutes Top-Weingut und ja. Immer viel Spaß gehabt mit dem Wein. Jetzt haben wir, also du warst ja so viel im Ausland, also ihr beide seid ja viel unterwegs. Ich muss mal so sagen, wenn man sich so ein Winzerleben vorstellt, ne, dann denkt man, das ist so romantisch, da steht man morgens auf, da geht man mal so ein bisschen in Weinberg, Sonnenaufgang. Genau. So, bei euch sieht das ja komplett anders aus. Also, romantisch ist es trotzdem. Ja, genau. Prima. Aber so, ihr seid ja wirklich viel unterwegs. Also Weintour hier, Weintour dort. Erzählt doch mal ein bisschen, wie das ist. Also erzähl du auch mal ein bisschen, aber bei ihm ist halt ultra krass, ne? Ich glaube, du warst ja schon so früh in den USA. Also Leitz und USA ist ja was man von vornherein gesagt hat, aus Deutschland, ich glaube, mit der erfolgreichste Betrieb ganz früh schon in den USA. Wie oft warst du in den USA bis jetzt? Knapp 60 Mal, ja. Also, ich komme ja aus der Provinz und mein erster Flug war zu meinen Flitterwochen, da war ich 30 Jahre alt. Dann kam aber der extreme Cut, dass ich dann auch relativ bald drauf im Jahr bis zu 70 Flüge hatte. Aber jetzt allein dann das erste Mal nach London für wirklich so einen kleinen Winzerbub aus dem Rheingau, der sonst mal bis nach Wiesbaden oder Frankfurt kam. Da bin ich damals mit dem Ernie Losen, seine S-Klasse, sind wir noch über den Eurotunnel nach London. Plötzlich stehst du da, siehst die Busse und die tollen Häuser. Und du kriegst auch diese Anerkennung von denen. Und dann bin ich das erste Mal nach Amerika geflogen. Ich hatte damals wirklich so Bammel, dass ich gedacht habe, komm, fragst mal zwei Freunde. Wenn eine mitfährt, hast du Glück. Gott sei Dank sind beide mitgeflogen. Ja. Und wie das so ist, und ich gebe ja zu, Amerika ist einfach das Land der Gegensätze, der, sorry, Dumme ist noch dümmer und der Blöde noch blöder.
Aber für mich ist auch einfach der Gute noch besser. Ich wurde noch nie so gut in Restaurants bedient wie in Amerika. Ich habe noch nie so gut gegessen wie in Amerika. Ich habe noch nie solche Landschaften gesehen. Und ich habe noch nie so Leute gesehen, die sich so für Wein engagieren. Mhm. Und habe mich da so ein bisschen drin verliebt. Und natürlich mit der Familie, das mag jetzt im ersten Moment so ein Gegensatz sein. Nein, war es eigentlich gar nicht. Ich war dann auch mal zum Teil 5-mal im Jahr für über eine Woche in Amerika. Aber wenn ich dann zu Hause war, war ich zu Hause. Dann okay. gab es gemeinsames Mittagessen, gemeinsames Abendessen. Und auch an einem Freitagmittag bin ich ganz offen, wenn dann mal ein deutscher Kunde ohne Termin kam. Ich habe gerade mit meinen Kindern im Hof Federball gespielt. Dann habe ich den auch mal rauskomplimentiert, habe mir auch im eigenen Hof von dem Kunde dann Schimpfwörter, die übelsten, anhören müssen. Aber das war dann so diese Achterbahnfahrt. Das war nicht gleichmäßig. Ich war dann, wie gesagt, auch mal weg. Aber es schweißt doch irgendwo zusammen. Also natürlich, wenn die Kinder klein sind, dann Papa, wann kommst du wieder und so weiter. Ist jetzt rum. Mittlerweile sage ich, wollte gerne mal wissen, wie es geht. Nein, das war nur Spaß. Also ich habe so irgendwo den Spagat hinbekommen. Habe ich jetzt vor kurzem auch mal zum meinem Importeur in England gesagt, dass ich schon, wenn ich auf was stolz bin, ist, dass ich jetzt insgesamt schon 26 Jahre verheiratet bin, weil ich glaube, ich möchte jetzt selber das Wort Erfolg nicht in den Mund nehmen, aber bei so einer Steigerung bleibt, glaube ich, schon oft die Familie und die Ehe dabei auf der Strecke und toi toi toi, das ging bis jetzt alles gut. Aber vielleicht gerade so durch diesen Gegensatz, viel und lange weg, aber wenn dann so richtig zu Hause und mit Kindern sich einen Urlaub gegönnt, weil beides dann hier in Deutschland auch noch sich engagiert, das hat mir dann auch mancher vorgeworfen. Viele haben mich dann auch so als Gespenst bezeichnet, weil ich dann auch in Deutschland gar nicht so richtig ersichtlich war, weder als Person noch mit meinem Wein. Bin jetzt so bei den 90er und 2000er. Mhm. Ja, so war das mit den Auslandsreisen. Und dann irgendwann kam natürlich noch Skandinavien dazu und auch Russland. Aber dank Corona, es hat ja auch alles was Gutes. Ja, wieder Zeit. Das sehe ich auch, wie das ist, wenn man nicht so viel reist. Und ich gebe auch zu, auch mal ganz ich schön. Mehr in Zukunft werde ich, glaube ich, so ein Rad nicht mehr drehen, was das Reisen anbelangt. Aber es ist ja so, dass du halt einfach auch irgendwo, also wir haben hier keine große Werbebudget, ist, dass wir uns große Agenturen beschäftigen können, sondern im Endeffekt fahren wir raus und erzählen von dem, was wir machen. Und im Endeffekt ist es natürlich am authentischste, wenn du irgendwo bist. Genau, und deswegen bist du derjenige, der halt auch dann in den verschiedenen Ländern stehen muss, zumindest auch am Anfang, bis jemand mal versteht, was du da machst, was du willst und was dein Ziel hinter dran ist. Ne? Und das ist, wie du sagst, eigentlich ist, schön. Es ist total schön, es ist 100%, aber es ist auch wahnsinnig zeitintensiv und es ist tatsächlich so, dass wir im Endeffekt trotzdem noch immer auch nicht nur das Gesicht sind, sondern auch diejenigen sind, die Entscheidungsträger hinter allem sind. Und dann nur zum einen triffst du bei jeder kleinen Entscheidung deinen Betrieb, triffst die Entscheidung, zum anderen bist du aber auch weg und repräsentierst das Weingut. Das ist schon ein großes Spagat. Ich liebe es auch. Ich muss sagen, ich habe auch unheimlich viel durchgelernt, weil du lernst wahnsinnig viel Menschen kennen, andere Kulturen, andere Sitte. Probierst viel, isst viel, siehst viel, es ist so. Ja. Und darüber leitest du auch unheimlich viel ab von dem, was du dann hinterher gemacht hast oder bist inspiriert davon. Ich glaube auch, die Leute, die das nicht machen, die sagen, ich bleibe nur daheim und konzentriere mich auf meine Sache. Ich glaube, die verpassen auch was. Aber bin ich überzeugt von. Mhm. Absolut. Ne? Das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast. Ne? Du bist dann viele unterwegs, aber du musst ja auch im Betrieb letztlich noch gucken, dass du die ganzen Entscheidungen triffst. Und geht es euch da nicht beiden manchmal so, dass man dann einfach so despektierliche Bemerkungen bekommt, so nach dem Motto, ja, der ist ja eh nur unterwegs, der macht doch den Wein gar nicht mehr? Gerade speziell von denen, die es nicht machen. Mhm. Die machen es relativ einfach und sagen ja im Endeffekt nur Marketing, warum dein Wein funktioniert oder du bist hier nur unterwegs, du kümmerst dich gar nicht um der Sache, aber dass es trotzdem irgendwie alles läuft und aus irgendeinem Grund vielleicht manchmal noch besser aussieht, als wenn man nur daheim wäre. Das ist schon was, dem musst du dich immer stellen. Das nervt dich auch manchmal kolossal, finde ich. Aber ich glaube, das brauche ich mir Johannes nichts erzählen. Der hat macht das genauso mit. Und auf der anderen Seite hat es sich aber auch bewiesen, dass es für uns der richtige Weg war. Das ist auch immer eine Typfrage. Und es gibt auch Leute, die sagen, du, es ist alles toll, was ihr macht, aber ich will das nicht. Und dann ist das wunderbar. Und ich glaube, auf der anderen Seite, wir haben uns darauf eingelassen und haben gemerkt, was es für Chancen gibt. Und wir haben auch beide, glaube ich, auch gute Teams hinten dran, die auch viel von den Sachen umsetzen, die wir haben wollen. Weil wenn du das nicht hättest, wäre es natürlich schwierig. Du hast ja gerade deinen Sohn schon im
Ja, in Mitte vom Betrieb, beziehungsweise, da bin ich noch ein bisschen zurück. Aber ich habe halt auch Leute, auf die ich mich verlassen kann. Ja. Und wenn du das weißt, es wird eins zu eins so umgesetzt und du kannst darauf vertrauen, dann fährst du auch gerne weg. Dann ist das auch kein Problem. Aber zum Schluss, wenn es jetzt zum Beispiel in die Ende geht, und das weiß ich von dir auch, ich habe ja auch mehrmals ein paar Mitarbeiter, die waren beim Johannes wie auch bei mir, der Gerrit zum Beispiel. Ja. Und der hat immer gesagt, jede Presse wurde vom Johannes angestellt, komme was wolle. Ja? Und das ist genauso wie bei mir auch. Im Herbst bin ich da, da kann das Dolste kommen, was will. Im Herbst treffen wir die Entscheidungen, das, was zum Schluss die Wahlen später beeinflusst. Und so muss es sein. Ja. Absolut. Klar, also da gibt es jetzt wirklich dazu so viel zu sagen und absolut, Jochen, völlig richtig. Ihr seid euch nicht so immer einig heute, gell? Komisch, oder? Verrückt. Wir sind uns ihr zwei. Wir sind ja zwei Schatzis. Ihr seid zwei Schatzis, gell? Ja. Ihr arbeitet nicht mit Arschlöchern, hat der Jochen gesagt. Das ist unsere interne Schatzis. Ich hab's mal offiziell gesagt. Nein, aber... Nee, komm, jetzt trinken wir mal was vom Johannes, oder? Was hältst du davon? Ich finde das gut. Komm, wir haben Johannes jetzt, jetzt hat er so viel über seine Weine gesprochen. Drauf. Du hast ja vorhin gesagt, wir trinken erstmal was von mir, aber ich freue mich die ganze Zeit schon auf den 2018er. Ne? Ja. Bei Kaiser Steinfels, bitte. Genau. Achtung. Ben, bringe ich natürlich hier gleich einer meiner absoluten Lieblingsweine. Ist das jetzt eine große Lage dann, was du da jetzt hast? Oder was ist das? Aus einer großen Lage. Die Lage nennt sich Berg Kaiser Steinfels. Mhm, gut. Somit, weil er trocken ist, ist es ein großes Gewächs. Mhm. Jahrgang 2018 haben wir auch erst im Mai abgefüllt. Bei uns schon schön. Liegen die großen Gewächse im Holzfass fast 19 Monate. Also aber in auch Rüdesheim, da, bei dir in Rüdesheim, in den alten Fässern zum Teil, die wirklich noch von meinem Großvater in den 50er Jahren gekauft wurde. Prost. Zum Ist Wohl. Doch nett, wenn man dabei so ein bisschen was trinkt, Johannes. Ha? Ja. Ich finde das so ein urklassischer Leitz, diese Würze, die du hast in dem Wein. Das ist und auch die Kraft dann dran, die Intensität. Und die Weine bei der W reifen ja noch extrem gut. Wir haben ja immer eine, die Johannes hat eine ganz schöne Tradition, wenn ich mal kurz reingrätschen darf. Ja, bitte. Wir machen einmal im Jahr, gibt es ja im Rheingau, wie heißt die Riesling-Gala, offiziell, ne? Sind es die chlorreichen Tage und die schließen mit dem Höhepunkt der sogenannten Riesling-Gala ab. Okay. Und da gibt es immer, jeder Winzer hat einen Tafel und lädt Kunden ein. Und Johannes hat irgendwann mal gesagt, ich lade keinen Kunde ein, ich lade mal Freund und Kollege ein. Und es gibt dann quasi einmal im Jahr, wenn wir eingeladen, was auch wirklich für uns alle Highlight ist, sagen wir nie ab. Und dann sitzen wir quasi in den ehrwürdigen Räumen vom Kloster Eberbach, was ja auch immer allein schon eindrucksvoll ist. Ja, ne? Toll. Und dann sitzen wir da und dann gibt es großartiges Essen, aber noch umso spannendere Weine. Immer als, ist immer eigentlich mit Dönhoff, ist immer dein Partner bei gut, gell? Der offizielle Gast, genau. Winzer. Ich habe Winzer als Gäste und einen Gastwinzer. Und der Gastwinzer ist traditionell Cornelius und das Weingut Dönhoff. Die Anne ist natürlich auch immer dabei. Ja, das ist die macht das alles, genau. Ich denke auch. Nee, aber da kriegst du halt zum Menü halt eben auch die gereiften Sachen zu probieren, die oftmals gar nicht mehr kriegst. Und dann werden ja halt auch die Schätze aus dem Keller rausgeholt. Und das ist immer so eindrucksvoll. Auch die Weine von nah, ohne Frage, aber auch halt, einfach wenn man nur siehst, so ein Wein, den jetzt hier hast, 2018 frisch, und dann probierst du den einfach mal 10, 15 Jahre älter. Und du bist einfach jedes Mal, bleibst da hängen und denkst, boah, das war damals schon so gut, ne? Und das ist einfach für uns immer so, glaube ich, jeder, der da sitzt, einfach nur zurücklehne. Wir trinken viel zu viel, ohne Frage, aber es ist einfach immer ein ganz großartiger Tag, den keiner von uns missen will. Ja, da wollte ich gerade mal drauf zu sprechen kommen. Ne? Du sprichst so viel darüber, wie du jetzt den Wein machst, aber magst es nicht, wenn man sagt Wein machen oder dass du ein Weinmacher bist. Also Wein machen. Es war ja wirklich so, dass es damals geheißen hat, Reinzuchthefe drauf, schnell vergären und wirklich direkt nach der Gärung abstechen. Ja. Also die Hefe soll vom Wein getrennt werden. Und genau das ist das ja, was sich auch jetzt wirklich sehr verändert hat. Dass man jetzt gerade hier im Glas wirklich einen Wein hat, der fast 19 Monate auf der Vollhefe war und dadurch wieder auch so ein bisschen glatter, geschmeidiger, opulenter. Das ist so eine Würze, oder? Die Würze ist total typisch. Also ich finde das... Ja. Also was typisch für Johannes. Ja, für genau. Johannes. Oder beziehungsweise aber auch für Weine, die schon auch eben ein bisschen reifer sind und ein bisschen längere Zeit auf der Hefe gelegen haben. Das, was Johannes sagt, ist ja 100% richtig. Ich finde auch... Früher war ein Wein, muss man ja sagen, Entschuldigung, wir kennen uns gar nicht, wir sind uns einig. Ist ja aber trotzdem, glaube ich, interessant. Aber pass auf, früher war es bei uns war's ja wirklich so, ich glaube, auch speziell bei uns im Betrieb war ein Wein immer so ein Zufallsprodukt. Das heißt, du hast die Traube geerntet
Die hast du genommen, wie sie waren. Dann hast du was draus gemacht. Und meistens bist du dann zum Weinlabor gefahren und hast gefragt, was muss ich drauf holen, dass es schmeckt. Es ist wirklich so. Also es ist wirklich so. So war klassisch früher. Und wir gehen ja heute ganz anders da dran, dass du sagst, du gehst hin und alles, was nichts ist, fliegt weg. Du hast nur die schönste Traube, ernsthaft, die du heimholst. Egal wie es Jahr ist, ein schlechtes Jahr zeichnet sich für uns ja eigentlich nur noch aus, wenn wir zum Schluss heimkommen, haben fast nichts im Eimer oder im Behälter, weil da alles andere Rotz waren. Wir mussten es wegwerfen. Ja? Und aus dem, was wir aber heimholen, machst du halt was Gutes aus. Und das Thema Zeit, das ist, glaube ich, auch was wir beide gleich sehen. Du musst dem Wein, dass er halt irgendwie auch die Möglichkeit hat, sein volles Potenzial zu entfalten, auch die Zeit geben. Wir sind ja heute in der Zeit, es muss alles immer schneller gehen, es muss alles immer, am besten, bitteschön, Oktober ist die Lese, im September ist die Lese, im Oktober muss der gefüllte Wein auf der Flasche sein. Mit 2000, dann wird es getrunken, weil dann deutscher Wein muss ja immer frisch sein. Ja. Das ist ja was, wo mir auch ein Stück weit dagegen ankämpfen. Hab ich auch so gelernt, Weißwein musst du immer frisch trinken. Speziell aus Deutschland hält nicht, ne? Genau. Das war ja immer so die klassischen Vorteile. Und das ist was glaube ich, heute auch, was wir irgendwie aufzeigen wollen oder zeigen, gibt dem doch allem ein bisschen länger Zeit. Speziell, wenn die Weine halt die Substanz sind. Wenn du den Wein trinkst hier, da ist so viel drin. Ja? Und das ist ja, ich glaube, das ist auch für unsere Weine, kann ich das sagen. Wir gucken halt, dass die Weine halt nur das tragen, was sie können, um zum Schluss hochkonzentrierte Qualität zu bringen. Und dann hast du hinterher Wein, die schon den Ausdruck haben. Wenn du denen dann noch das Grundgerüst gibst, in dem du ein bisschen Zeit gibst, auf der Hefe reife zu lassen, dann hast du Weine, die nach nicht jetzt, der ist jetzt schon schön, aber in 10, 15 Jahren wird der irgendwo, würde dich begeistern, würde sagen, wird er was aufzeigen, was halt alles andere ringsherum, was Weißwein angeht. Und da will ich jetzt gar keine andere Länder nehmen oder Rebsorte, weil ich meiner Überzeugung nach kann einem Riesling keiner was vormachen, was das Thema Reife angeht. Und das ist genau das, wo ich finde, da müssen wir wieder hin. Mit der Verantwortung, dass man es halt da länger liegen lassen muss. Aber bei mir hält halt ein Wein nicht. deswegen mehr kaufen. Oder wir müssen halt hingehen dazu, was wir ja machen, dass wir auch Sachen weglegen lassen und dann erst rausholen. Und dann erst rausholen, okay. So, jetzt hat der Johannes den Ruf, dass der total pingelig im Weinberg ist. Gell? Weißt du das? Kennst du den? Ja, das weiß ich. Und ist da kenne ich aber noch jemand. Ist der Jochen auch so pingelig im Weinberg? Ja. Ja. Aber ich glaube, unterm Strich, es muss auch so sein. War ja klar, dass ihr euch da wieder einig seid. Langweilig. Nein, es ist so, generell wird es uns heimkommen, sowohl in den Hof nach Geisenheim, Rüdesheim. Ja. Wir haben immer schön alles angepflanzt. Also ich bin ja auch in der Gärtnerei parallel aufgewachsen, im Blumengeschäft. Da kommt dieses Verständnis her für die Pflanzen. Ich würde schon sagen, ich habe einen grünen Daumen. Aber ich will jetzt auch gar nicht so in diese Philosophie reingehen. Und es ist nicht, dass wir jetzt die Weinberge mit Mozart beschallen, aber ich glaube schon einfach die Liebe, die du wirklich so ein bisschen im Rebstock... Also der Jochen macht das. Hast du das noch mit nicht? Mit Mozart? Ich habe gedacht, AC/DC soll mir schmecken. Nee, der Jochen hat Mozart. Schmeckt nach AC/DC, ist auch geil. Nein, es ist, glaube ich, wirklich so. Die Rebe muss einfach gepflegt werden und die gibt einem das wieder zurück. Man soll es nicht übertreiben, so wie die alten Winzer gesagt haben, Brikett abstauben, also unnötige Dinge machen, aber diese Laubwand richtig zu bilden, dass die Triebe da nicht schräg rumhängen und sich selber beschatten und wegdrücken und die Trauben mal anzugucken, wie man das nennt, die Seitentriebe an der Traube, die Schulter wegzumachen. Wie gesagt, das Entblättern der Traubenzone ist so wichtig, dass mehr Wind durchgeht, gerade wenn es mal morgens nach dem Nebel die Trauben noch relativ dass feucht sind, Pilz vom Trau sind oder warum? Und so weiter. Genau, ja, also der Sinn der Entblätterung der Traubenzone dient hauptsächlich dazu, dass einfach mehr Wind durchgeht. Dass wenn es mal geregnet hat, oder wenn es ganz genau das schnelle Abtrocknen der Traube, wenn sie nass geworden sind, warum auch immer. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, was du vorhin gesagt hast, was heute ist, was damals nicht war, wir kriegen mittlerweile die Anerkennung dafür. Mhm. Das heißt, die Leute sind auch bereit, wieder für einen deutschen Wein deutlich mehr Geld auszugeben, weil sie wissen, sie kriegen eine Top-Qualität. Und ich bin auch der Überzeugung, das sage ich auch immer gerade raus, dass wenn wir uns in Deutschland sehr, sehr viel Mühe geben, und dann machen wir einen Weltklasse-Weißwein. Wenn wir dieselbe Mühe in Rotwein stecken, machen wir einen sehr guten Rotwein. Wir werden immer einen Weltklasse-Weißwein machen. Mm. Und es gibt tolle Betriebe, die tolle Rotweine machen. Aber das, was wir in Weißwein da hinstellen, das musst du erst mal suchen. Ich glaube, das haben immer mehr Leute, verstehen das. Also kannst du auch immer mehr
auch dann zum Schluss Mühe reinsetzt und kriegst es in Gold dann hinterher. Mhm. Ja? Weil ich habe auch mal gesagt, ich wünsche mir irgendwann mal den Punkt, dass unsere Lageweine, die Arbeit, die wir da reinstecken, auch mal bezahlt werden. Und ich finde, da sind wir auf einem deutlich besseren Weg als noch vor 10 Jahren. Mhm. Ja? Und das ist was, was natürlich auch haben muss. Ich glaube, da waren vorangegangen. Was muss denn ein Lagenwein kosten, dass sich die Mühe, die da reinsteckt, lohnt? Unbezahlbar natürlich. Nein, das ist was, weißt du, eine Sache macht uns auch, ich glaube, die verbindet uns auch alle, und das sind nicht nur wir zwei, sondern ich glaube, alle, die in dem Bereich unterwegs sind und wollen einfach echte Grand Cru machen, da geht es nie ums Geld. Wir werden niemals einen Wein kalkulieren, aufrechnen, die Arbeitsstunde zählen, die wir gebraucht haben, um den Wein zu produzieren, sondern uns geht es immer, auch da haben wir genug gesundes Ego, dass wir sagen, wir wollen das Beste produzieren, das Beste, was geht. Und wenn das Beste nur kleine Teile ist und wir haben einen Haufen Stunde, wir kriegen das nie bezahlt, das ist uns wurscht egal. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass wir oftmals lange Jahre auch mit unseren Gutsweinen, unsere gute Einstiegsweine, unsere hochwertigen Weine vorfinanziert haben oder finanziert haben überhaupt, weil wir gewusst haben, wir lieben das zu machen, wir machen das, wir wollen auch zeigen, was wir können, aber wir können es nicht verlangen, was es kostet. Und ob das jemals der Fall sein wird, beziehungsweise oder was der richtige Preis ist, keine Ahnung, weil wie gesagt, wir kalkulieren nicht. Ne? Dasselbe immer wieder, Jochen, Wein ist eigentlich nicht zu kalkulieren. Und wir leben nicht von ungefähr insgesamt 20.000 Flaschen in der Qualität, die zwar 40 Euro kosten. Wir leben dann, wie gesagt, von dieser fast 1 Million Brot- und Butterwein, die mir aber genauso wichtig sind. Das ist, und ich glaube, das ist auch beim Jochen. Bei manchen, also nur weil es Brot- und Butterwein ist, würdet ihr keinen scheiß Wein machen? Niemals. Also so, dann, nee, das ist ja auch, aber es ist wichtig. Das ist wichtig. Ja. Die Gefahr bei einem Winzer oder viele, die mit Herzblut in der Szene sind, ist immer das Schwierige, wenn man positiv über sich redet, ist immer wieder die Gefahr, dass man Kollegen denunziert. Aber ich kenne genügend, wo eigentlich schon der Brot- und Butterwein fast stiefkindlich behandelt wird. Und der Augenmerk geht so an die Grand Cru, an die Top-Weine. Das ist aber schwierig, weil ich steige vielleicht über den Brot- und Butterwein ein und dann sage ich, Mensch, der ist doch so lecker. Das sind deine Visitenkarten. Und dann sage ich, der ist so lecker. Der Winzer macht mir so viel Spaß, jetzt lege ich auch mal das Geld hin für eine teure Lagenflasche, oder? Ich glaube, das haben wir beide relativ früh erkannt, dass wir sowohl unseren Ruf als auch die Freunde und Liebhaber über die Brot- und Butterweine bekommen wollen. Mhm. Aber jetzt, wie gesagt, wir sind ja nicht hier, um über Kollegen zu reden. Ich weiß, dass viele Kollegen es umgekehrt versuchen, eher über die Top-Weine. Und ich habe auch aus Kollegenmund schon gehört, nein, wenn die ersten drei Weine nicht gut schmecken, egal, Hauptsache am Ende der Weinprobe schmeckt es. Und bei mir ist es wirklich umgekehrt. Ich will eigentlich schon mit dem Gutswein oder mit dem ersten Wein den Kunde überzeugt haben. Und völlig richtig, dass er dann, wenn er mal die Gelegenheit hat, bei einem tollen Essen in einem Restaurant den Wein auf der Karte zu sehen, dann im Restaurant auch bestimmt 100 Euro auszugeben. Die Hannes wird es ja so bestätigen, glaube ich mal. Aber ihr bestätigt ja sowieso alles. Auf, eine aber, Stimme, meine. Nee, ja, ist ja langweilig, ne? Trinkt nochmal drauf. Aber er trinkt sich gut, gell? Trinkt sich super. Das ist hier, das ist am Gau. Ja. Nee, was ich sagen muss, ich habe am Anfang, als ich meine erste Weine ausgebaut habe, war es immer so, dass ich gesagt habe, du hast die Grundlage gehabt, ein kleines Rezept mit befreundeten Kollegen, die dir ein Stück weit geholfen haben, dass du gewusst hast, du machst einen ordentlichen Wein. Ich glaube aber trotzdem, dass du einen großen Wein erst dann machen kannst, wenn du wirklich deine Weinberge auch kennst, deine Weinberge verstehst und weißt, was du von deiner Weinberge zu erwarten hast, je nach Jahrgang. Jetzt haben wir dieses Jahr wieder Jahr, jetzt hatten wir mal zwischendrin 2 Wochen heiß, trocken, jetzt hat es doch wieder geregnet. Also es reicht nicht einfach nur 5 Jahre deine Weinberge zu kennen, sondern du musst es eigentlich bei jeder Witterung, musst du sagen, ach guck mal, das ist jetzt wieder ein Jahrgang, so ähnlich wie 2008. Und trotzdem kannst du doch nicht vergleichen, sondern du kannst immer nur wieder ein paar Teile aus jedem einzelnen Jahr rausziehen und kannst du da hinlegen als dein Grundgerüst in der Hoffnung, dass du die richtige Entscheidung triffst. Und ich glaube, je mehr du machst, umso mehr richtige Entscheidungen triffst du, wenn ich das so sage. So, jetzt aber schnell Fragerunde. Also nicht denken, antworten. Pass auf. Okay. Johannes. Mir auch. Das glaube ich. Johannes, mit welchem Wein verführst du deine Frau? Spätlese. Jochen, was ist die beste Art, sich von Stress zu befreien? Zurücklehnen, Großflaschwein. Johannes, was ist das Coolste am Winter sein? Das Flexible. Was ist das Furchtbarste am Winter sein? Im Moment fällt mir wirklich nichts ein. Das ist gut. Das, ja. Was ist wichtiger, Inhalt oder Flasche? Inhalt natürlich. Es geht relativ schnell. Und wenn die Flasche scheiße aussieht, kauft sie keiner. Ja, wenn der Inhalt überzeugt. Doch. Qualität setzt sich immer durch. Okay. Was ist das größte Weingeheimnis, das du je gelernt hast? Jetzt kommen Fragen, gell? Aber ehrlich, wir denken sich sowas aus. Das größte Weingeheimnis, dass die Wahrheit drin liegt. Die Wahrheit liegt drin, das ist nicht schlecht, siehst du? Was ist dein geheimes Talent?
Jetzt hat es. Mein geheimes Talent. Boah. Ja, ja, gemein, gemein. Johannes, welche Frage wirst du immer zu deinem Wein gefragt? Immer wieder. Was ist Ihr Favorit? Das geht ganz schnell. Pass auf, weißt du, was der Jochen immer gefragt wird? Muss ich kurz sagen. Muss der so schmecken? Echt? Das habe ich schon. Bei mir fragt immer jeder, Herr Leitz, was ist denn Ihr, also im eigenen Portfolio, was ist denn Ihr Lieblingswein? Ah. Das habe ich eine Million Mal schon gehört. Und was sagst du dann? Das ist genauso unfair, als würden Sie fragen, ob ich meine Tochter liebe, habe wie den Sohn. Nicht schlecht, die Antwort. Jochen, was ist dein geheimes Talent? Ich glaube, ich habe einen guten Überblick. Ja, okay, guten Überblick. Wenn du Superkräfte hättest, welche wären das? Fliegen. Cool. Fliegen können. Ja, für dich auch, nein, super, nein, oder? Nein, gerne von A nach B, sondern sich alles von oben anzusehen. Ach, von alles von oben. Ich gucke mir zwar gerne die Welt liegend an, aber so von oben. Naja, liegend sieht man halt nicht viel, außer Wolken, ne? Ja, aber das ist auch schön. Fliege wäre schon schick, würde ich auch mitmachen. Ja. Kannst du Erfolge feiern, Jochen? Ja, ja, hallo, das sage ich immer. Ja, du auch? Absolut, ja? Für ihn. Wenn er was kann, ist es feiern. Du nicht, Johannes? Doch, der doch, wir können alle feiern. Ihr könnt beide feiern, oder? Pass auf, was ist der härteste Part davon, Winzer zu sein, Jochen? Tatsächlich Verzicht und Zeit gegenüber seiner Familie. Okay. Mhm. Weißt du auch, ne? Weißt du viel von, ne? Ja, ja, das ja ist klar. Die Gratwanderung. Ja. Der Spagat. Der Spagat. Gibt es ein Buch, das dich geprägt hat, Johannes? Wenn ich ehrlich bin, ich weiß, viele Leute können das nicht verstehen. Ich war immer zu nervös, Bücher zu lesen. Also ich bin so ein Comic-Fan. Ich kann heute noch alle Asterix auswendig. Und da würde ich jetzt mal sagen, ich könnte jetzt hier so großtrabend sagen, und was ist der Fänger im Roggen. Ich kenne die ganzen Literaten, ich kenne die ganzen Bücher, worum es geht. Mhm. Aber ich konnte mich irgendwie mit Büchern nie so richtig runterfahren. Ich habe viele angefangen. Also wie gesagt, Alia Jagta Est oder was weiß ich, also ich bin eher da. Damit bist du gut gefahren auch. Das ist sehr super. Cool. Habe ich mich auch damals super bei Wetten, dass beworben, wir wurden auch genommen, nur hat uns dann 89 das Zipperlein gepackt und wir sind nicht hin. Bei bestes Zitat aus Asterix und Obelix dann? Piff, Paff, flieg mal was. Bei den Normannen, da geht es ja darum, weil die wissen, Angst verleiht Flügel und die haben ja keine Angst und wollen aber fliegen lernen. Siehst du? Du wolltest fliegen. Und ganz am Schluss geht der Piff, Paff hoch ins Krähennest und dann ruft der Chef, Piff, Paff, flieg mal was. Und der klirkt natürlich voll auf die Nase. Perfekt. Jochen, ja. Champagner oder Sekt? Champagner. Immer noch, nach wie vor. Aber du kannst keinen Champagner selber machen. Ja, also sag mal so, ich bin beeindruckt, was mittlerweile in Deutschland geht. Was mittlerweile in Deutschland passiert. Und trotzdem ist das, sag mal, die Urquelle kommt immer noch daher. Du hast ja auch nicht nur die großen Kellereien, die mittlerweile Champagner machen, aber es gibt kleine Winzer-Champagner und die haben einen Vorteil, die haben eine Genetik da stehen von alten Stöcken, von denen die oftmals Stoff machen. Da muss ich sagen, da müssen wir noch ein bisschen üben. Du kriegst mittlerweile grandios dolle Winzersekt. Und ich glaube, in der Breite, muss ich ehrlich sagen, bevor du einen einfachen Champagner nimmst, nimm immer einen Winzersekt, hundertprozentig. Mhm. Aber was um Champagner, das kriegen wir immer noch nicht ganz hin. Muss man ganz klar sagen. Das ist schon. Muss man sagen, Hut ab, das hätte sich kaum jemand getraut zu sagen. Also, aber ich gebe ihm auch recht. Macht ihr beide Sekt auch? Du machst Sekt, Jochen, weiß ich. Wir machen verschwinden gering, insgesamt 3000 Flaschen. Ja, naja. Viel mehr ist bei mir auch nicht, aber ich mache das gern. Und schmeckt, wenn auch, ihr ja auch nur Champagner trinkt. Ich finde, es schmeckt verflucht gut. Ja. Und nochmal, ich glaube, dass uns auch die Zukunft gehört, bin ich auch überzeugt davon, weil auch aufgrund der Klimatik, aber nochmal, vergesst nie die Genetik. Das ist genauso, wenn man Deutschland spät bewundert. Nein, wenn ich dich was frage, wenn du gerade einen Mund voll hast. Ich esse ja immer, das weißt du. Tut mir voll leid. Habe unerschluckt, die Brezel hat doch ein bisschen gehangen. Die Laugensachen sind gut. Bleiben drin. Der Spundekäse ist sehr lecker. Ich lege gleich los. Okay, gut. Okay. Nee, aber was ich sagen wollte, es ist genauso mit Spätburgunder. Spätburgunder, du hast heute Betriebe in Deutschland, die einen Spätburgunder machen, der ist grandios gut. Aber auch da oftmals Betriebe, wo die Väter schon Vordenker waren und haben Spätburgunder gepflanzt, der heute halt mal 30, 40 Jahre alt ist. Und da kannst du auch damit anstinken, weil wir haben die Klimatik, die Böden haben wir. Es geht nur um die Genetik, die brauchst du halt. Und das ist ein großer Vorteil, finde ich, den die dort haben. Und natürlich mit ihrer Starkköpfigkeit und Verbissenheit, dass sie immer selber machen und immer nur minimale Veränderungen machen, haben sie natürlich auch die Qualität sehr hoch gehalten. Aber was heißt denn Genetik? Du kannst Genetik jetzt auch einfach das andere Reben pflanzen. Das Alter der Reben. Ach, Alter. Das also Alter. Die Alter? Arbeiten mit 30, 40 Jahre alt Reben und älter. Kannst und du die nicht fropfen und oder zum Beispiel, so? Ich freue mich über die Chardonnay-Anlage, die mein Vater gepflanzt hat in den 90er. Am Anfang wollte ich ihn dafür erschlagen, weil ich gedacht habe, warum pflanzt jetzt bei uns in Deutschland Chardonnay auf einem Kalksteinboden?
Heute muss ich sagen, ich bin total dankbar drum, weil ich jetzt mit 30 Jahren alte Chardonnay-Rebe arbeiten kann und es ist jedes Mal eine unserer besten Chardonnay-Partien. Und das ist halt was man ganz klar, das darf man, wir arbeiten mit Zeit, auch da wieder zurück. Und ich glaube, wenn man die Johannes jetzt blind fragt, wo kommt der beste Rieslinge her, würde ich relativ viel Champagner dafür wette, dass es die älteste Rebe sind, wo er hat. Und das ist Johannes, genau, wo kommt der beste Riesling her? Von einem alten Riesling. Ah, haben wir mit dir gewettet jetzt mit Champagner, ne? Apropos, Entschuldigung. Das war ein toller Überlauf. Früher haben mich Kaiser Steinfest als alte Reben verkauft. Aber du hast mir erzählt, dass das gar nicht so einfach ist. Dankeschön mit den alten Reben, weil die tatsächlich oft immer noch so, obwohl sie jetzt weniger Ertrag haben, immer noch so ausgelegt sind auf viel Ertrag. Beruhigen sich am Alter, ne? Die beruhigen sich völlig richtig. Es ging darum, Jochen, ein bisschen über Klonforschung, dann jetzt in den 2000er. Zum Wohl. Zum Wohl. Rückbesinnung. Einfach gut. Dankeschön. Super lecker waren. Ja, alte Reben und wir haben unwahrscheinlich viel in der Relation. Ich glaube, es gibt kaum jemand, der zur Betriebsgröße so eine Relation zu Reben hat, die 30 Jahre und älter sind, auch bis zu 80 Jahre im Kaiser Steinfels. Aber da habe ich gesagt, oftmals sind jetzt die so 40, 50 Jahre alt sind, ist diese schlechte Klonmaterial aus der Forschungszeit 70er Jahre. Geht es einfach nur Masse. Da kannst du zwar mit dem Alter der Reben, mit Kordon, mit Begrünung was machen, aber lieber, sagen wir auch heute, komm dann doch weg mit dem Weinberg und einen ganz modernen, lockerbärigen Klon hingepflanzt. Da oder alte Selektion halt, ne? Ja, also Leute, ich bin eigentlich noch nicht fertig mit meiner Schnellfragerunde, ne? Auch wenn ihr so tut jetzt hier, ne? Also, was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nie sein kann? Rebschere, Korkenzieher und Sonne. Okay. Und Jochen, Kork oder Drehverschluss? Wenn es lange reifen soll, Kork. Wenn es frisch getrunken werden soll, Drehverschluss. Aber ist das nicht ein Problem manchmal mit dem Kork, wenn er denn dann auch Kork hat? Natürlich zum Kotzen. Entschuldigung, ist so. Ich meine, jetzt hast du so eine Lage und verkaufst es irgendwie für, keine Ahnung, 40 Euro und dann hat das Kork. Furchtbar, ohne Frage. Weißt du, warum wir bei unseren Lagenweinen verwenden wir Drehverschluss? Weil die Lagenweine natürlich, also so ein Kork, den wir heute verwenden, das sind meistens nicht mehr, sie gehen über einen Gaschromatographen und dann haben wir nochmal einen Sommelier oder irgendeinen, der hinten dran, der das abriecht, oder ein Mitarbeiter von der Korkfirma, der macht es hoffentlich gut, um das TCA zu testen, also diesen Korkgeschmack. Und das gibt uns zumindest mal eine große Garantie dafür, dass das Stück Kork, was wir da nehmen, was sauteuer ist dann auch. Ihr nehmt einen sauteuren Kork, sau teuren, deswegen habe ich dich das auch gefragt. Da redest du so ein kleines Stück Korken, redest du weit über 1,50 € mittlerweile für ein Stück Korken. In der Hoffnung, dass es bestmöglich ist. Wenn es möglich wäre, dass wir nur einen Drehverschluss nehmen würden, würde man auch nur noch einen Drehverschluss nehmen. Und ein Drehverschluss, weiß Gott, ich glaube, das wissen wir beide, ist eine großartige Erfindung. Und für die ganze Weine, die schnell getrunken werden, ist der Drehverschluss mit Abstand der beste Verschluss. Ja. Auch für die Weine, sagen wir mal, die in der ersten 6, 7, 8 Jahre getrunken werden. Er hat halt keine Romantik mehr, ne? Nein, das hat ja gar nichts. Die Romantik wäre mir scheißegal, das ist ganz ehrlich. Zum Scheiß Schluss, auf die Romantik. Es geht jetzt dafür haben wir denken wir. Für die Romantik haben wir Jochen. Es geht doch zum Schluss darum, dass es um den Geschmack geht. Und, wir wollen unsere Arbeit bestmöglich reinstecken. Wir haben ein Problem bei der Sache. Ich habe auch Tests gemacht mit Kork und Drehverschluss, weil ich es unbedingt umstellen wollte auf Drehverschluss. Mhm. Und nach 7, 8 Jahren habe ich festgestellt, dass meine ganze Einzellage sich in der Aromatik immer mehr annähern. Das heißt, da hast du nicht mehr geschmeckt, was ist jetzt ein Geiersberg, was ist ein Rosengart, was ist ein Moorstein, was ist ein Kirschspiel. Ein bisschen aus der Textur, aber von der Nase, von der Aromatik war alles gleich. Und es war für mich die bittere Erkenntnis, ich werde immer Naturkork einsetzen müssen für unsere Einzellage, wenn ich dem Spleen weiter verfalle bin, dass ich 6 Einzellage Rieslinge ausbauen will. Und da mir das gefällt, die einzelne Bodenart rauszuarbeiten, muss ich auch weiter Naturkork nehmen. Also für meine Basis, aber in keinem Fall. Also sorry, jetzt nochmal nachfragen. Mit dem Drehverschluss geht es verloren. Der Drehverschluss, die Weine ähneln sich in der Aromatik. Der Kork hat dann doch nochmal eine andere Durchlässigkeit und eine andere Art, die Weine für uns bekannt reifen zu lassen. Okay. Und es gab ja mal früher kurz den Irrglaube, dass wir gedacht haben, ein Plastikstopfer, es gibt ja auch Granulade und sonstige. Es gab ja den größten Schrott an Dings, was man uns hat aufdrehen lassen. Ich muss ja auch sagen, ich habe das ja auch ausprobiert, um hinterher festzustellen, dass jeder Wein irgendwann einen Plastikton hatte oder irgendwas, wo man ganz klar gesagt hat, das war ganz Kurzfristerfahrung, nie wieder, Gott sei Dank, relativ schnell gemerkt. Und das lässt uns vielleicht auch da noch mehr dran festhalten. Und es gibt mittlerweile auch
andere Arten von Kork, halt eben zusammengepresste Kork, mit wo Korkteile gereinigt wurden und dann zusammengepresst wurden. Mit ihr euch alles beschäftigen müsst, oder? Verrückt. Wir verwenden es ja nicht, ne? Ja. Aber zum Schluss, für uns, die Produktqualität ist, oder wie wir es präsentieren wollen, ist das Wichtigste und deswegen kommen wir am Kork nicht vorbei. Okay, letzte Frage. Achtung, fertig gekauft? Okay. Kann ich wieder? Ja, ich will deine Langfragenrunden nicht kennenlernen. Wie wäre der Titel deiner Autobiografie, Johannes? Berufserfahrung. Ach. Nein. Ich habe jetzt gedacht so... Einer geht noch. Einer geht noch. Ich will Spaß. Ich will Spaß? Ich will Spaß, ich gebe Gas. Genau, ich gebe Gas, ich will Spaß. So neue deutsche Welle. So. Hör mal, jetzt warst du ja, also jetzt mal zurück... Du bist irgendwie im Ausland empfangen, so ein bisschen so wie der Star kommt und ach Gott, guck mal, der Herr Leitz ist da, toll, toll, toll. Und im Inland irgendwie, ja, das setzt doch auch zu. Nein, dass ich dort nicht empfangen werden bin, auch so in Amerika, das muss man schon dann wirklich sagen. Mit das schönste Erlebnis, erste Reise 2000 im Grand Central Station New York. Es sind ja zwei Restaurants, eins gehört dem Michael Jordan. Und dann wurde ich an den Tisch gebeten und das waren irgendwelche New Yorker Milliardäre, denn das Restaurant, das waren die Finanziers und die sind auf die Knie gefallen. Wenn die dann so die deutsche Geschichte hören, 1744, steile Weinberge, da fliegt denen das Blech weg. Und das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, jetzt kommt wieder der kleine Rüdesheimer, kommt nach New York und die Leute liegen dir allein nur wegen der Geschichte, so Tradition und wegen der Geschichte allein aber schon. Aber ist auch mal schön, oder? Natürlich, ich meine, man arbeitet sehr, sich einen Buckel ab und kriegt irgendwie aber in Deutschland kein richtiges Renommee dafür. Nein, das ging aber da wirklich, ich schwöre, da ging es nicht um den Standing. Ich will nicht, dass mir jemand einen roten Teppich ausrollt oder mir einen Hof macht. Mir aber der Lohn das ist es doch manchmal. Ja, Lohn ist das doch manchmal, dass man einfach auch was zurückkriegt. Man arbeitet ich habe ja mich viel. Dann schon oft gefragt, was mache ich falsch? Habe ich irgendwas auf dem Gesicht stehen, Blödmann oder was. Also es war wirklich so, dass egal in welches Land wir kamen, zuerst war es England, Amerika, dann war es Norwegen und Schweden, da ging es sofort durch die Decke. Mhm. Und in Deutschland, und natürlich einer meiner vielen Lieblingssprüche ist, was war zuerst das Ei oder das Huhn? Also ich kann schon sagen, dass ich mich hier engagiert hatte. Ich bin jetzt bei den 2000er Jahren, siehe dieses Mailing nach Berlin. Wir haben mit Freiflaschen, mit Probekartons, haben wir alle Gastronomen, Weinhändler angesprochen. Wie gesagt, ich habe gedacht, es wollte keiner 0,0. Ja? Mhm. Und wir haben uns eigentlich schon auch immer engagiert. Und dann kam eigentlich so in Deutschland so ein bisschen erst die Anerkennung mit der vierten Gourmiot-Traube. Mhm. Das war bei dir damals noch ein großes Thema. Heute zählt es ja gar nicht mehr. Ja, ja. Absolut. Wie? Ist heute so ein Rating nicht mehr wichtig? Ich habe immer darauf hingearbeitet, weil ich auch gesagt habe, ich will irgendwann mal 4 Trauben oder 5 Trauben Gourmillot haben. Mhm. Weil die Gourmillot für uns der wichtigste Weinführer war. Und heute ist es schon ein bisschen inflationärer geworden. Du hast halt mittlerweile viele Führer. Und damals muss man auch dazu sagen, so jemand wie Parker hatte nur ganz kleine Auswahl von deutschen Weinen probiert überhaupt. Heute wird viel mehr davon probiert, weil Deutschland schon auch, glaube ich, mehr im Interesse ist von auch gerade den Weinfreaks. Bei den Weinführern, es gibt halt 5, 6 und da ist jetzt halt so hinterher mal nicht mehr ganz so wichtig, wie viel Traube du wo hast. Ne? Ich habe damals mal, bei uns waren es eine kleine Spalte in der FAZ, wo der Stuart Pickett drüber geschrieben hat, dass ihm unsere Weine besonders gut gefallen haben, die uns dazu geführt haben, dass wir 3 Tage später komplett ausverkauft werden. Das wäre heute undenkbar. Ah, okay. Das wäre heute undenkbar. Okay. Also ich bin jetzt heilfroh, dass ich dann doch in der Zeit angefangen habe und dass wir jetzt schon eigentlich gesettelt sind, weil so ein bisschen müde werde ich ja dann doch schon. Wie gesagt, ja, bei dem, die zweite was du Generation alles machst. Ich glaube, das niemals. Aber im Moment ist es wirklich schwieriger geworden. Mhm. Ja, weil es sind halt viele am Werk, ne? Ja. Ich liebe es, was Neues anzufangen und wieder was aufzubauen. Ich bin trotzdem froh, dass wir immer unseren Grundstock haben. Also schon was verkauft, weil es wäre natürlich viel mehr Druck auch, wenn man klar, nichts verkauft. 100%. Ne? Wir haben ja alle auch eine Basis. Also es ist halt einfacher, auch da mal was Neues anzufangen, aber auch, was dich halt auch inspiriert, neue Projekte einzugehen. Oder ich meine, kannst du ja auch Lieder von singen. Ich meine, wenn wir über das Thema Alkoholfrei reden oder sowas, ne, da bist du ja weit voraus. Ich habe mich dem immer nicht, also ich bin ja Bio-Produzent, das ist ein bisschen schwieriger mit dem Alkoholfrei, ne, aber
Warum? Warum ist man als Bioproduzent schwieriger als Alkoholfach? Weil es nicht erlaubt war die ganze Zeit, dass du Wein destillieren darfst oder Alkohol überhaupt rausdestillieren darfst aus dem Wein, aus ökologischem Wein, ist nicht erlaubt. Okay. Es gibt mittlerweile auch andere Verfahren, du kannst verschiedene Sachen machen. Aber es ist trotzdem so, also Johannes hat das als einer der ersten aufgegriffen und gesagt, ich gehe hin und nehme einen Kuh. Wie heißt der? Zero. 1-2-0. Ne? Genau. Genau. Okay. Nee, und ich glaube, das ist mittlerweile ein extrem erfolgreiches Produkt, oder? Also ich hätte mir das nie, manchmal habe ich hier blaue Flecken, weil ich mich so selber kneife, ob das wahr sein kann. Zumal, also es ist A, für uns ein gigantischer Erfolg, nicht nur betriebswirtschaftlich, auch natürlich vom Selbstbewusstsein, weil ich ausgelacht wurde von Kollegen. Der erste Prowein im Jahr 2017, ich habe mich geschämt und natürlich die viele Kollegen gesagt haben, jetzt bist du völlig durchgeknallt, weil ich war hier mit meinen Etiketten, auch in Norwegen war ich hier mit der Erste, der einen Wein in diesen 3-Liter-Schachteln Bag-in-Box angeboten hat. Stimmt. Wir waren ja schon immer mal so ein bisschen bekannt dafür, dass wir auch immer so einen anderen Weg gehen. Und ich glaube, das Sahnehäubchen der Verrücktheit für manche Kollegen war der alkoholfreie Wein, aber es ist ohnehin eine ganz lustige Geschichte. Es war für mich der wirklich beste Koch von Norwegen, Odd Ivar Sulvold. Mhm. Und was auch die wenigsten wissen, in Norwegen ist die Strafe für betrunkenes Autofahren 10% vom Jahreseinkommen. Egal, was du verdienst, keine Gnade, 10%. Jetzt ist ja Norwegen so ein Land, wo es keine Public Transportation gibt. Du musst Auto fahren und auch gleich richtig weit. Also sagte dir zu mir, originär Zitat Johannes, mach mir den besten Traubensaft auf der Welt. Ich zahle dir mehr als für den Wein. Zitat Ende. Dann habe ich gesagt, aber dann haben wir Zucker drin. Ja. Wenn du wirklich in die Ernährung gehst, Zucker ist ja, glaube ich, schon sehr, sehr schlecht. Und dann habe ich eigentlich durch Zufall diese sogenannte Vakuumdestillation entdeckt und habe mich dann rangetraut an den ersten alkoholfreien Wein. Und es ist für uns persönlich im Betrieb, also es ist ein echtes zweites Standbein geworden. Wirklich? Und verrückt. Es sind auch, ich weiß, es sind immer so Vorurteile, aber es gehen mittlerweile von Australien über Kanada, über Skandinavien, über Russland, schicken wir palettenweise der alkoholfreie Wein rüber. Und es ist für uns ein wirklich neues Standbein geworden und es macht auch wirklich richtig Spaß. Und auch da, ähnlich wie beim alkoholfreien Bier, das ja am Anfang auch verlacht wurde und heute ist es gar nicht mehr wegzudenken, sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Also, dass ich mal ein großes Gewächs alkoholfrei bringe, glaube ich nicht. Aber dass wir wirklich auch mal in die richtig High-End-Liga wirklich? Gehen, glaube ich schon. Trocken, nein, quasi trocken. Ausgebaut, das geht doch gar nicht, oder? Das muss man sagen. Ähnlich wie das ist eine Limo, leider Gottes. Nein. Sorry. Ähnlich wie beim Kochen ja Fett leider ein ganz wichtiger Geschmacksträger ist, ist es auch Alkohol. Jetzt ist ganz wichtig, es gibt ja eigentlich, dass der alkoholfreien Wein schon nennen mit 0,5 und das schmeckt man wirklich, der schmeckt besser. Nein, wir wollen wirklich 0,0. Okay. Und dadurch hast du als echten Geschmacksträger, hast du eigentlich dann nur den Zucker. Wir haben schon probiert, in den trockenen Bereich zu gehen. Gebe ich schwierig. Zu, absolute Katastrophe. Mhm. Wir haben so zwischen 30 und 40 Gramm Restzucker. Jetzt muss man bedenken, dass so viel hat ein Kabinett noch nicht mal. Mhm. Das ist jetzt nicht süß und man schmeckt durch die Säure und erst recht bei dem Sparkling, durch die Kohlensäure schmeckst du gar nicht auch. Ich finde, er schmeckt nicht süß. Und es gibt Kritiker, die sagen, Johannes, ja, dann trinke ich lieber einen Traubensaft. Für mich kommt es da wirklich auch an den Gehalt des Zuckers an. Mhm. Traubensaft hat 180 Gramm. Fruchtsäfte haben 100 Gramm Zucker, also wir sind definitiv das trockenste der Alternativen. Mhm. Und ich glaube auch irgendwo am Wein nähesten oder ähnlichsten. Ich sage immer, ich stapel da ganz tief und sage, ja, es schmeckt nicht wie Wein. Vielleicht kommt er nochmal wieder und bringt mal diese alkoholfreien Sachen mit. Aber zu einem guten Essen. Das wird schwierig für uns in Stimmung zu kommen. Nein. Aber ich glaube wirklich, zu einem guten Essen, es ist die beste Alternative. Okay. Ich sage immer ganz straight, es schmeckt nicht wie ein echter Wein, aber ich hatte den wirklich schon zu Austern gehabt und tollem echt? Essen. Es ist besser wie jeder noch so tolle und gut gemachte Apfelsaft, Birnensaft, vergiss Coca-Cola, aber auch irgendwelche Tees. Also natürlich ist mein Produkt, aber als alkoholfreie Alternative ist es für mich
die einzigste. Du darfst schon nicht vergessen, wir sind in der Zeit, dieses klassische, früher wurde ja beim Mittagessen richtig Wein getrunken, ne? Und das beim klassischen Business Lunch, ja. Das gibt es ja heute nicht mehr. Und irgendwie hast du ja trotzdem irgendwie das Gefühl, du willst ja nicht nur sauer Wasser trinken oder stilles Wasser trinken. Ja, da ist das schon schön. Und von ja. daher ja. ist es schon was eine echte Alternative sein kann. Ja. Hm? Jetzt hast du ja auch, ehrlich gesagt, so als Revoluzzer diese ganze Weingesellschaft schockiert, als du 2011 gesagt hast, so, ich gehe jetzt in den Handel, mache jetzt mit Aldi einen Deal. Ne? Also vom Datum stimmt es nicht ganz, es war 2018. 2011? Ja, ja. Da war ein schöner Spaziergang. Ja, ja. Ups. In New York. Fifth Avenue runter. Ja. Aber habt ihr euch auch 2018 darüber unterhalten? Ja, klar, es war 2018. Entschuldige bitte, ich war falsch. Also, du hast ein riesen Ding hingelegt, 2018 dann. Mit also, Aldi. 2011 ist nicht ganz falsch. Es war so, dass wir von einer, die nennt sich dann Weinagentur, wurden wir schon 2009 angesprochen, ob wir dann nicht einen Wein mit oder für Aldi machen wollten. Und ich habe damals allein aus Kapazitätsgründen kategorisch Nein gesagt. Kategorisch. Mhm. 2011 kam die Anfrage wieder und ich hatte mal eine Zeit lang Ja gesagt. Ich hatte gesagt, ja, mache ich. Es gab im März ein Erscheinungsdatum, es gab ein Etikett, es gab ein Volumen, es gab einen Preis. Und ich habe irgendwann Richtung Weihnachten, wie man so schön sagt, das Zipperlein bekommen und habe Nein gesagt. Hast Angst gekriegt. Danke. Ja? Auch die habe ich sehr oft immer noch. Das muss man ja auch mal sagen. Also ich meine jetzt mal, du hast dir so einen Weltruf erarbeitet und dann gibt es ja auch da hat man ja auch Schiss dann plötzlich zu sagen, ja jetzt gehe ich zu Aldi. Das ist ja ein Riesensprung. Völlig richtig, weil es gab ja damals auch gewisse Berichte über Mitarbeiter, wie sie behandelt werden und so weiter. Und du warst der Erste eigentlich, das erste Weingut jetzt hier aus Deutschland, oder? Nein. Es gab schon Weingüter vorher, aber nicht in der Dimension, das muss man schon und sagen. Und, ich meine, wir reden über Keller, ne? Die das als erste Wein, und die haben es ja als Projekt gemacht, wo es umgeht, glaube ich, mit einer Kellerei zusammenzuarbeiten, weil um ihr Volumen zu erfüllen, das konnten sie als Weingut auch nicht machen. Und der Hannes war ja der Erste, der gesagt hat, ich mache das selbst. Mit meinem eigenen Wein? Nee, es war dann auch der Hans Lang im Rheingau. Also wir waren wirklich der Erste, aber es war klar, wollten ein großes Projekt machen, sagen wir mal so. Das andere waren sogenannte Aktionen, bei uns war eine sogenannte Dauerlistung angedacht. Und das wusste ich jetzt zumindest damals, hatte ich, wie du zu Recht sagst, regelrecht Angst davor, zerstören wir unsere Reputation, unseren Ruf, wie reagiert der kleine einzelne Kunde, der Weinhändler in der Fußgängerzone. Und 2016 war wieder mal ein ziemlich verrücktes Jahr, wir haben wieder mal gebaut, mein Amerikaner hat mich wieder mal von Flughafen zu Flughafen geschickt, und was ich dann ja auch viele Leute nicht verstehen können, dass man wie hier in Europa, da fliegst du höchstens mal 2 Stunden, in Amerika, da fliegst du auch einfach mal nur als Hauptziel von Detroit 4,5 Stunden nach Phoenix. Mhm. Und da war ich gerade den dritten Flug, also von South Carolina nach North Carolina, von North Carolina Raleigh nach Detroit. Und dann hatte ich das erste Mal im Leben wirklich eine Panikattacke, noch nie gehabt, toi noch nie wieder gehabt. Aber ich das Flugzeug ist wegen dir gelandet, ich habe für eine ganz klassische Emergency Descent gesorgt. Ja. Also die sind wegen mir runtergegangen. Und das waren dann so viele Bausteine, wo ich gesagt habe, so, jetzt muss ich mal einen Schritt zurückschalten und vielleicht so einen wirklich riesengroßen Partner zu haben, wäre gar keine dumme Idee. Also so eine Art Brot-und-Butter-Geschäft, darf ich das so sagen? Man sagt bei uns, Winzer, so ein Grundrauschen. Da geht schon mal so viel dahin. Ich habe es dann meinen Mitarbeitern erzählt, die haben sofort gesagt, Chef, mach's. Ich habe das mit Aldi, habe ich meiner Frau erzählt, das mit der Notlandung erst ein halbes Jahr später. und irgendwann haben wir dann Ja gesagt, und ich muss wirklich sagen, jetzt denkt natürlich manch einer, der das auch kritisch sieht, klar, was soll der Leitz plötzlich anderes sagen, aber es war der beste und wichtigste Schritt, den ich je gemacht habe. Es ist so ein toller, ehrlicher Partner. Wir haben natürlich, ich liebe Wikipedia, egal was es ist, ich liebe Wikipedia, ich gucke nach. Es gibt kaum so viel geschrieben als über Aldi, und ich habe mich informiert auch über Käuferstruktur. Ich habe dann festgestellt, wer da alles kauft, und es sind auch sehr, sehr viele
ja, einkommensstarke, wenn man so sagen würde, Zielgruppen und war da auch positiv überrascht. Ja, so auf dem Parkplatz steht, darf man nicht unterschätzen. Also ich muss wirklich sagen, es war mit die beste Entscheidung, die ich je hatte. Es hat unseren Betrieb unwahrscheinlich weit nach vorne gebracht. Wenn man eine gewisse Sicherheit hat, da ist jemand, der auch wirklich wiederum hinter einen steht, der für eine gewisse Summe X oder Prozentzahl vom Umsatz sorgt, für einen sehr, sehr guten Preis. Das ist ja auch was, was das muss man vielleicht auch sagen, du bist hat, bei über 6 Euro dort im Aldi, ne? Sowohl im Verhältnis zu Aldi ist unser Preis relativ hoch, gerade bei Wein. Und das ist, das ist ja so komplex, das Thema. Es gibt Thema, ja Winzer, die Preisgestaltung. Haben ab Hof günstigere Preise. Also es gibt bestimmt Kritiker, die sagen, es gibt ganz bestimmt Kritiker, die sagen, unser Wein wird zu günstig im Aldi. Ich kenne selbst Leute aus der ganz oben Manager-Ebene, die Hunderttausende verdienen, die sagen, oh, der ist aber noch teuer. Es ist so, es ist immer wieder Einstellungssache. Also ja, es gibt Kollegen, die sagen, der Wein müsste teurer sein. Ich weiß, er ist der teuerste deutsche Weißwein bei Aldi und ich finde, der Preis ist genau richtig. Und ich bin ganz offen, natürlich sage ich nicht, was wir bekommen, die Flasche, aber da kann ich auch sagen, es ist ein sehr, sehr fairer Preis. Und auch der Umgang mit uns ist extrem fair. Das, was ich auch mal vor 15 Jahren oder 10 Jahren gelesen habe, mag vielleicht auch bei einem Eierproduzent sein, glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, dass da schon geguckt wird, dass die guten Lieferanten bei der Stange bleiben und nicht weglaufen. Wir selber sind mit dem Projekt unwahrscheinlich zufrieden. Ich weiß, dass ich ja bestimmt zu manchem kleinen Weinhändler jetzt erst recht in Corona-Zeiten in der Fußgängerzone, der hohe Monatsmieten hat, wehtue. Aber irgendwo für unseren Betrieb, für die Nachfolgegeneration war es ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den ich auch jederzeit wieder tun werde. Aber du siehst schon, wie lange der Johannes darüber spricht und eigentlich das bei uns jetzt versucht zu rechtfertigen, was ja gar nicht nötig wäre. Das beschäftigt einem das ist ein ganz neues Themenfeld, deutscher Wein im Discount. Früher kannst du es nur von der armen Spätlese oder sonstigen Krempel, der da gestanden hat. Und jetzt gehen wir auf einmal in den Bereich Feinwein im Discount. Ich finde aber auch, ich verstehe die Johannes hundertprozentig, warum er das so ausführt, wieso er das so weit erklärt, weil es für uns halt einfach Neuland ist. Auf der anderen Seite tatsächlich aber auch eine große Chance. Und wir sind damals, was wir gerade angeschnitten haben, die Fifth Avenue in New York runtergelaufen, da haben wir uns darüber unterhalten und ich fand es damals, ich habe mich echt gefreut, als er mich darauf angesprochen hat und hat mir das von einem Projekt erzählt und hat gesagt, was ich davon halte würde. Und ich habe gesagt, Johannes, in jedem Fall machen, weil ich kannte Johannes ja auch aus Norwegen, beziehungsweise wusste, dass er ein Betrieb ist, der auch gewohnt ist, große Menge gute Wein zu machen und zu produzieren. Das ist, glaube ich, die Grundlage. Ich glaube, wenn jetzt heute ein 5-Hektar-Winzer zu mir käme, würde ich sagen, das meinst, ich habe da ein Projekt, ich könnte jetzt mal Aldi machen, würde ich sagen, lass bloß die Finger davon. Aber es ist ja immer so auch ein logischer Schritt. Und mir ging es immer darum, aber ich habe gerade einen Wein eingeschenkt, da kommt man in eine ähnliche Richtung. Ich finde, wenn wir die Möglichkeit haben, uns auch auf breiter Ebene mit deutschen Wein zu repräsentieren, dann sollten wir das immer machen, vor allem, wenn wir es qualitativ hochwertig machen können. Und jetzt nehmen wir mal, Aldi ist einfach mal ein Platz, wo unheimlich viele Menschen einkaufen gehen. Und wenn du dann es schaffst, dann qualitativ sehr hochwertige Weine mal zu positionieren, dass die Leute auch was kennenlernen können. Da sind wir gerade wieder bei dem Thema, auch das habe ich damals auch gesagt, bei dem Thema Schaufenster, Visitenkarte. Ja. Und die probieren das und denken sich, Mensch, hey, guck mal, was da steht. Und wie es da steht, es steht eine Top-Ausstellung da und so weiter und so fort. Warum denn nicht? Das Einzige, was man nicht machen darf, man darf nicht anfangen, und das weiß ich, beim Johannes ist die Gefahr null, dass du anfängst und hast Druck und fängst an, irgendeinen Kram in die Flasche rein zu transportieren. Das macht aber mittlerweile, hat sich der Markt da halt eben auch deutlich verändert, dass er halt eben sagt, ich gebe dir auch das Geld dafür, was du brauchst, um das machen zu können, und zwar kontinuierlich, nicht nur von einem Jahr. Umso schlimmer, dass es manche trotzdem machen. Ja, klar. Die haben es aber nicht verdient, dann auch zu scheiden. Genau. Ganz klar sagen. Aber da habe ich keine Angst. Wir gucken jetzt mal ins Glas. Jochen, du hast uns was eingeschenkt, oder? Ich bin's bezahlt. So, was ist denn da jetzt drin? Guck mal da. Das ist nämlich ganz interessant, weil du hast uns jetzt einen Wein eingeschenkt, den du zusammen mit zwei anderen Winzern gemacht hast. Genau. Und die sind beim nächsten Mal zu Gast. Richtig. Du wusstest ja, dass ich was mitbringe, um vorzustellen, wer beim nächsten Mal da ist. Und zwar übergreifend über das Projekt steht Deep Roots, ist die Marke.
Wurzeln. Genau. Ja. Ist ja ein schickes Etikett, ne? Aber wirklich. Ja, ja, sieht gut aus. Die Company heißt... Passion for Asian Food. Achtung, drei Winne. ganz bescheiden. Da bin ich, glaube ich, nicht dabei. du gehörst ja eigentlich dazu. Kam ursprünglich mal von drei Winzer. Wir mussten es aber ein bisschen abändern aus weinrechtlichen Gründen, weil wir sind ja doch ein bisschen bürokratischer, als es manchmal sein muss. Nein, die Idee war, und ich glaube, da ging es uns wie im Johannes auch, und das ist ein Kooperationsprojekt von drei Winzern, von mir, vom Philipp Wittmann und vom Stefan Winter. Mhm. Und uns ging es alle gleich, dass wir so eine klassische Auslandserfahrung haben, dass wir irgendwo im Ausland stehen. Und bei mir war das zum Beispiel in Thailand, in Bangkok. Wir stehen im Einkaufszentrum. Natürlich, wir Winzer rennen ja immer gerne erstmal in die Weinabteilung. Und ich bin in die Weinabteilung gerannt. Bordeaux, Burgund, rauf und runter. Alle Namen, die du kennst. In tollem, klimatisierten 500 Quadratmeter Raum. Who is who der Weinwelt. Und dann habe ich geguckt, wie Deutschland repräsentiert wurde. Und das war allerdings auch Anfang der 2000er. War es Blue Nun, Liebfrauenwünschen, Black Tower. Und dann habe ich gedacht, scheiße, irgendwas läuft hier ganz falsch. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie versuchen zu ändern. Und da muss man aber auch sagen, um weltweit agieren zu können, musst du entweder halt eben das machen, wie Johannes es auch geschafft hat. Oder aber du sagst von vornherein, was wir ja auch in Rheinhessen ein paar Mal gemacht haben, dass wir unsere Kräfte gebündelt haben. Wir haben gesagt, wir probieren das einfach ein Stück weit gemeinsam, probieren Kompetenzen miteinander zu verbinden. Und Stefan, der Philipp und ich, wir ticken auf der einen Seite, was Qualität angeht, glaube ich, alle gleich. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch das Ziel gehabt, zu sagen, wie kriegen wir das hin, eine Weingutsqualität irgendwie mit unserem Know-how, was wir haben, schmeckbar zu machen, dass es auch weltweit vertrieben werden kann. Und so kam Deep Roots ins Leben. Und Deep Roots ist für uns halt wirklich, wir haben damals gesagt, wir gründen die Firma, wir wollen nur so viel verdienen, dass wir es immer miteinander essen und vertrinken können. Und wir haben gesagt, die wollen einfach, ja, pass auf, wollen einfach wir haben, die Tassen. Und wir so haben auch O-Ton, der erste Profit von der Firma, haben wir komplett komplett. Viele hatten wir jetzt erzählt, ja. Waren wir im Burgunden am Großgässern getrunken, es war dann auch weg hinterher, der Steuerberater hat gefragt, ob wir ein Auto gekauft haben. Aber es war wirklich so, es geht darum, wir haben gesagt, wir brauchen was, wo wir uns dauerhaft miteinander austauschen können, wir brauchen was wo wir dauerhaft miteinander umgehen können. Und rausgekommen ist das. Und mittlerweile ist es ein echt ganz erfolgreicher Brand. Das ist jetzt also eine Art Cuvée, ja, aus genau. Euren drei Weingütern. Ja, wir produzieren die Weine nicht selbst tatsächlich, sondern wir nutzen da so ein bisschen die Vielzahl von jungen Betrieben, die tolle Sachen machen, aber vielleicht nicht den Markt haben. Und wir können gut Wein probieren und haben aber auch unser Know-how ein Stück weit weitergegeben, dass wir gesagt haben, wir haben die Betriebe, wir sagen denen ein bisschen an, was sie zu tun haben, probieren dann hinterher, was entstanden ist, und wenn es passt, kommt es zusammen und wir verbinden es in einem Wein. Und das ist halt eben. Hast du schon mal probiert? Ich habe es selbstverständlich probiert. Sag mal was zu dem Wein, ich kann ja nichts wirklich, sagen. Ich finde immer, man muss ja auch irgendwo schon beim Wein auch wirklich den Preis dahinter sehen. Ja. Und ich kenne jetzt gerade aus dem schwedischen Weinregal den Preis, und für diesen Preis der Wein unfassbar gut. Also ich weiß gar nicht, aber das ist ja... Das heißt, du hast den auch schon im Ausland gesehen? Ja, natürlich. Schön. Sehr oft gesehen, weil der ist dort sehr gut vertreten. Das Etikett ist grandios, es ist verständlich und gerade auch dem Gebiet entsprechend. Wir sehen da also tiefe Wurzeln, ne? Also für die, die uns nicht sehen, also die Pflanze, die ordentlich tief wurzelt, so. Nein, ich glaube, die Idee ist ja zu verstehen, es gibt so viele, man nennt das sogenannte Kellereiweine. Mhm. Die werden dann unter einem Fantasienamen abgefüllt. Da steht letztendlich ein Kellermeister von einem großen Betrieb dahinter, nichts gegen den. Aber die drei Jungs stehen komplett dahinter als Top-Winzer. Und das sieht man auch dem, oder schmeckt man auch dem Wein an, was der eine Tiefe hat für die Qualität, aber wiederum eine Länge. Und Komplexität, also das ist wirklich, ich muss sagen, beängstigend gut für den. Nee, ich finde, du hast mir ein bisschen wenig eingeschränkt, wenn ich das sagen darf. Tut mir leid. Aber nein, sag mal, das ist so eine Geschichte, die hat der Kilian mir erzählt. Ich war jung und brauchte das. Ne? Also der hat mir erzählt, dass du dich nur vor Direktkunden manchmal versteckst. Ja. Also pass auf, ich erzähle die erste Geschichte. Okay. Zweiter Tag seiner Ausbildung. Er kommt in den Keller und du liegst auf den Stufen vom Keller und sagst, Kilian, duck dich, Kilian. Und er duckt sich da hin und denkt so, oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Ist ja eine Katastrophe passiert, was muss ich tun? Und ihr liegt da eng nebeneinander und dann sagt er, Johannes, was ist denn los? Und du sagst, oh, das sind Direktkunden.
duck dich! Kilian, duck dich! Ja, ja, also die Geschichte stimmt und die ist auch nicht nur einmal passiert. Ich habe mich selbst im eigenen Hof auch schon als unser Gärtner ausgegeben und habe gesagt, der Chef wäre nicht da. Auch wenn das jetzt manchem Kunde wehtut, wenn man wirklich Tage hat, wo jede Sekunde verplant ist. Ja. Und man weiß auch wiederum, wenn jemand da ist, dass man ihm eine 2 Weine zu probieren geben will, nach 5 Minuten wegschickt. Ich weiß, es mag für viele falsch anhören, aber dann versteckt man sich schnell mal und denkt, hoffentlich fährt er lieber, anstatt dass man 1,5 Stunden Weinprobe macht und der Tag ruiniert ist, weil man zu dem Zeitpunkt dann noch mitprobiert hat. Also der Herr Johannes hat noch Platz auf seiner Treppe. Jochen, wenn du mal schnell abtauchen musst. Das Fatalste war oft, dass dann ich immer gehört habe, man knallt die Autotür wieder und der Motor geht an und manchmal ging der Motor nicht an. So gedacht, und ich dann doch gedacht habe, komm, alles stimmt. Ja. Ich kann es nicht leugnen. Ihr Lieben, ich danke euch total für das Gespräch. Es war so super schön. Wir sehen uns hier das nächste Mal quasi wieder, zumindest der Jochen und ich, mit dem Philipp Wittmann und mit dem Stefan Winter. Wahnsinn. Ja, dann trinken wir wieder ein Glas Wein. Schade, dass du dann nicht dabei bist, ja, Johannes. Komm heimlich. Große Freude, es war so schön. Vielen Dank. Ich bedanke mich wirklich. Auch große Freude, große Ehre. Ich komme gerne über den großen Fluss in mein geliebtes Rheinhessen. Auf die Schelzig sozusagen. Chin-chin. Ja. Chin-chin.